Servus! Also, ich muss heute ein bisschen was zum 26.04. sagen, und zwar zu dieser Abstimmung zu den Sanktionen von Hartz IV. Da war ja die große Bundestagsdiskussion, in Anführungszeichen natürlich, das mit der Diskussion beziehungsweise mit dieser Abstimmung. Das Ergebnis war ja schon vorher klar. Die entsprechenden Ausschüsse haben es ja von vornherein abgelehnt mit den Stimmen der Regierungspartei, beziehungsweise haben sich die SPD hat sich der Stimmen enthalten, weil zustimmen konnten sie nicht aufgrund ihres Standpunktes, dass sie hier einiges geändert haben möchten. Auf der anderen Seite ablehnen konnten sie es auch nicht, weil sie ja selber beteiligt waren an der Einführung dieser ganzen gequirlten Kacke. So, und natürlich war das Schlimmste, was man machen konnte, oder eines der schlimmsten Dinge, in dem Fall die Stimmenthaltung, anstatt dass man mal die Position überdenkt und vielleicht sich neu positioniert. Nichtsdestotrotz muss ich allerdings jetzt mal ein paar Dinge trotzdem sagen. Und zwar Punkt 1, es gibt einen UN-Bericht. Ich werde da auch dann einen Link reinsetzen, wo man das nachlesen kann, wo ganz klar die Menschenrechte im sozialen Bereich moniert werden für Deutschland. Und wo ich wirklich scharf ins Gericht gehen muss, sind die Linken. Weil die Linken haben eigentlich, obwohl sie sich am meisten oder gerade für die Abschaffung der Sanktionen eingesetzt haben, gerade deswegen muss ich mit ihnen ins Gericht gehen. Und zwar haben sie meines Erachtens eine große Gelegenheit versaubeutelt. Die Katja Kipling hat zwar ein paar Einzelschicksale aufgezählt, was aber die Linke, obwohl sie es weiß, nicht gemacht hat. Sie ist nicht auf einen Ralf Böß eingegangen. Und der Ralf Böß kämpft seit 2011 gegen das Hartz-IV-Sanktionssystem, hat auch einen Brandbrief an die Bundesregierung, also sprich an Merkeline, damals noch Wolf, Bundespräsident, auch an den, an seinen Jobcenter bzw. an die Leitung seines Jobcenters, an die Leitung der Jobcenter GmbH bzw. des sogenannten Bundesministerium für Arbeit oder wie sich das jetzt da nennt in Nürnberg. Jedenfalls hat er es da auch an die Oberfuzis nach Nürnberg geschickt und verweigert damit im Prinzip jede Zusammenarbeit, was in Richtung Eingliederung geht, Arbeitsaufnahme angeht und auch die Geschichte Verwaltungsakt verbietet er sich. Also er bezieht ganz klar Stellung und zwar basierend auf den Menschen- und Grundrechten. Und genau die Menschenrechte, die eben mit dem Hartz IV mit Füßen getreten werden, moniert eben auch die UN in ihrem Bericht von 2011. Und gerade deswegen bin ich der Meinung, hätte die Linke eigentlich den Herrn Böß ins Gespräch bringen müssen. Vor allem im Hinblick darauf, er will ja sanktioniert werden von der ARGE oder vom Jobcenter. Er wird nicht sanktioniert. Er hat keine Eingliederungsvereinbarung, er hat keinen Verwaltungsakt bekommen. Ja, man hat sogar eine Eingliederungsvereinbarung, die er selber verfasst hat, hätte man von ihm akzeptiert. Und zwar in der Form, dass man eben diese ganzen Sanktionsgeschichten aushebelt. Aber das war natürlich nicht alleine der Sinn seiner Aktion oder ist nicht der Sinn seiner Aktion, sondern er will mit diesen Geschichten vor Gericht ziehen können.
vor den Bundesgerichtshof beziehungsweise vor den Straßburger Menschenrechtsgerichtshof, eventuell sogar auch vor dem Internationalen Gerichtshof. Und das hat er, oder das Ding läuft seit Mitte 2011. Er hat natürlich damit die Bundesagentur für Arbeit in eine Zwickmühle gebracht, denn sanktionieren sie ihn, machen sie ihm den Weg nach Karlsruhe frei, sanktionieren sie ihn nicht, dann kann er natürlich sagen, Moment mal, hier, stopp, ihr könnt nicht zweierlei Maßstäbe anlegen, einmal einen für mich und einmal einen für die anderen Arbeitslosen. Ja, also in jedem Fall sind sie in der Zwickmühle. Und genau diese Zwickmühle hätte man eigentlich im Bundestag aufs Tablett bringen müssen. Nämlich den Herrschaften ganz klar die Frage stellen müssen, Freunde, was wollt ihr in dem speziellen Fall machen? Ihr wisst genau, ihr handelt beschissen, ihr handelt falsch und trotzdem zieht ihr euer Handeln weiter durch. Und genau das kreide ich eigentlich der Linken an, obwohl die sich wirklich stark gemacht hat für die Abschaffung der Sanktionen. Aber es ist einfach so, ich verstehe es einfach nicht, dass man hergeht und man hat ja bis heute nicht dem Ralf Böß geantwortet in der Beziehung. Also er hat ja alle Parteien informiert, auch was er da abzieht. Und die Linke hat da bis heute nicht drauf reagiert, obwohl es gerade da eine super Gelegenheit wäre, was zu machen. Ja. Ich vermute mal, dass es wieder mal darum geht, ich will das Lob oder die Lorbeeren dafür einheimsen. Wobei ich denke, dass es Ralf Böß ganz sicher nicht darum geht, Lorbeeren einzuheimsen, sondern dem geht es schlicht und einfach darum, diese Unmenschlichkeit, die sich in unserem Land breit gemacht hat mit der Hartz-IV-Geschichte, einfach wieder auf ein normales Maß zurückzubringen. Also sprich auf Menschlichkeit, auf ein Miteinander, auf ein soziales Verständnis. Und ich finde, das ist eine unterstützenswerte Sache. Ich habe auch den Brandbrief jetzt da auf einer anderen Seite, ich weiß nicht, ob die von ihm ist, ich bin da bloß über seine Seite auf Mitunterzeichnen draufgekommen, habe das mitunterzeichnet, weil ich es einfach für eine saugute Sache halte und kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Wie gesagt, ich setze euch unten die Links rein. Einmal zum Ralf Böß seiner Seite für den Brandbrief, dann eben, wo ihr diesen UN-Bericht nachlesen könnt. Ja. Und befasst euch einfach mal selber damit und macht euch selber mal Gedanken. Und dann muss ich auch die Leute mal ansprechen, die immer so gern auf die Hartz-IVler losschimpfen oder für die alles nur Arbeitsscheue sind oder wenn man will, findet man ja einen Job, diese blöden Sprüche, ne? Kennen wir ja alles. Diese Leute sollten erst einmal in so eine Situation kommen, zum einen, zum anderen ist es mit so blöden Sprüchen nicht getan. Das sind Dumpfbackensprüche, die einfach unter aller Kanone sind. Das sind Leute, die solche Sprüche loslassen, die einfach ihr Hirn im Arsch haben und nicht im Kopf. Weil wenn sie ihr Hirn einsetzen würden, würden sie zu einem anderen Ergebnis kommen. Und ich muss auch sagen, das sind auch die, die dann gegen das bedingungslose Grundeinkommen kämpfen werden oder kämpfen. Weil ohne Fleiß auch kein Preis, ohne Leistung kein Gewinn oder kein Gegenwert. Es ist also irgendwo sind die Leute, die so eingestellt sind, einfach nur strunzdumm wie Schifferscheiße. Ja? Und die müssen einfach mal vielleicht mit der Fresse dahinkaut werden, dass sie es vielleicht kapieren, ja, und vielleicht einmal erst nachdenken und fangen. Vielleicht fällt dann ein Groschen. Wobei ich hier jetzt nicht zu Gewalt aufrufen möchte, sondern man kann auch anders in die Fresse hauen oder in den Arsch treten. Ja? In verbaler Form zum Beispiel. Oder indem man sie einfach mal wirklich mit den Geschichten konfrontiert. Ja? Ich habe lange Zeit oder ich bin viel rumgekommen in meinem Leben und ich bin auch mal durch Zufall in dieser Zeit, wo ich unterwegs war, viel in Frankreich, in Paris, hinterm Gare du Nord,
bin ich durch Zufall mal in den Slum reingeraten, wo tatsächlich eins gestimmt hat. Die Menschen hatten keine Fensterscheiben, keine Fenster drin, sondern sie hatten tatsächlich Lumpen vor den Fenstern hängen. Ja, und ich habe mir dann auch am nächsten Tag sagen lassen, ich habe relativ viel Glück gehabt, dass ich da unbeschadet wieder rausgekommen bin. Ich habe mir das damals auch nicht vorstellen können. Meine Stiefmutter, die war damals kurz vorher in Paris, kam zurück, hat geschwärmt, wie toll Paris ist und so weiter. Ich habe dann die andere Seite von Paris auch gesehen, habe dann auch die ganze Stadt anders gesehen in diesem Zusammenhang dann. Und ähnlich, denke ich mal, ist es hier. Ja? Und ich bin einfach der Meinung, die Sanktionen gehören abgeschafft. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen, um einfach die Menschen zu befreien. Und was mir ganz wichtig ist, wir müssen mal aufhören, hier von auf uns gegenseitig rumzuhacken. Weil eins müsst ihr euch klar machen, die sogenannte Elite, ob jetzt in Berlin oder die Geldelite in den Banken, die freuen sich über jedes Hickhack vom Mittelstand auf den Arbeiter, auf den Facharbeiter, auf den Facharbeiter, auf den Leiharbeiter, der Leiharbeiter oder Billiglöhner dann oder Niedriglöhner dann auf den Hartz-IVler und so weiter. Also diese ganze Hackordnung. Erstens bringt sie nichts, zweitens spielt sie uns nur gegeneinander aus und die Gewinner eigentlich sind die, die was in Berlin sitzen und in den Bankenaufsichtsräten beziehungsweise deren Aktionäre. Ja, die reiben sich die Hände und denken sich oder sagen sich untereinander, Mensch, schau dir mal die Blöden an. Ja? Und weil die gegenseitig auf sich rumtrammeln, genau deswegen sind wir die Gewinner, sind wir die Besseren, ja, weil die sind ja so blöd, die merken gar nicht, wie wir die fertig machen und ausnutzen. Das ist Fakt. Und da sollte man mal anfangen, darüber nachzudenken. Was ich jetzt noch, bevor ich zum Ende komme, noch sagen möchte, ich habe jetzt auch heute wieder mal, ich kriege immer so verschiedene Newsletter, Pressemeldungen, weil ich auch journalistisch tätig bin. Und da habe ich jetzt eine Meldung gekriegt, dass der Sarkozy zum Beispiel in Frankreich in seinem Wahlkampf die Argumente der Le Pen übernommen hat. Früher hat er sie relativ, sag ich mal, missachtet oder nicht geachtet. Ja. Jetzt redet er sie auch seit neuestem mit Madame le Président an, ja, was er früher auch nicht gemacht hat, macht sich ihre Argumente jetzt im Wahlkampf, um die Rechtsextremen auf seine Seite zu kriegen, damit er vielleicht die Wahl noch gewinnt. Ja. Also sehr charakterlose Geschichte. Polizisten haben unter anderem einen Wiederholungstäter, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wollten sie festnehmen, er ist dann mit einem tödlich verletzt gestorben, und zwar mit einem Schuss in den Rücken. Da soll es natürlich jetzt nach Möglichkeit auch keine Untersuchung mehr geben, sondern die Polizei handelt ja immer in Notwehr. Also lauter so Geschichten und dann geht es auf die sozial Schwachen los, das sind ja alles nur Sozialschmarotzer, die auf Kosten des Sozialsystems sich in Lenz machen. Also es zeigt, dass der Sarkozy genauso charakterlos ist wie unsere Bulldogge, unsere Bundesbulldogge. Ja, wobei, ich muss sagen, für mich ist es sowieso unter aller Kanone. Oder seit ich die Rede zur 60-Jahre-Feier der CDU gelesen habe und ihre Aussagen, da bin ich auch der Meinung, dass nicht die Linke vom Verfassungsschutz überwacht werden muss, sondern dass eigentlich unser Oberferkel mit ihrer ganzen Partei, weil die nämlich die Demokratie und die soziale Marktwirtschaft und das Sozialsystem demontieren. Man sieht es auch in Form der Europapolitik. Und von dem her, also kann ich sagen, unsere Politiker, ich wüsste keinen, der wirklich noch Charakter hat. Ja, früher oder vor nicht allzu langer Zeit haben sie wenigstens noch gewusst, wann sie abtreten müssen, wenn sie Scheiße gebaut haben. Nicht einmal den Charakter bringen sie heute mehr zustande oder haben sie. Also von dem her, ich kann vor den Vögeln keinen Respekt haben. Ich will auch keinen Respekt vor solchen Menschen haben. Und ich werde mich auch ganz sicher mit keiner der Parteien in Deutschland
identifizieren können. Gut, bei den Piraten muss man sagen, sie versuchen es anders zu machen. Es bleibt abzuwarten, ob sie sich nicht irgendwann genauso korrumpieren lassen wie die Grünen. Wenn man so an die Anfangszeit der Grünen zurückdenkt und wie es heute sind, ja, also kann ich nur sagen, die Grünen sind heute eben genau aus dem gleichen Schwimmbecken zu Hause wie die anderen Parteien. Und da habe ich halt die Befürchtung, dass das irgendwann vielleicht auch bei den Piraten passiert. Und von dem her muss ich sagen, bin ich kein Parteienfan. Und vor allem auch das Grundgesetz kennt eigentlich keinen Fraktionszwang oder die unbedingte Vertretung des Bürgers durch die Partei. Also ich sage, wir sollten schauen, dass wir vielleicht wieder Abgeordnete kriegen, die uns selber, die wir vielleicht auch teilweise persönlich kennen. Ja? Und da müssen wir uns halt mal ein bisschen mehr selber informieren, weil der vielleicht nicht das Geld hat, um die große Werbung zu machen. Aber ich denke mal, das wäre die bessere Alternative und da sollten wir eigentlich mal schauen, dass wir auch hinkommen. So, jetzt bin ich natürlich von dieser Sanktionsabstimmung weit abgewichen. Aber das sind halt alles so Dinge, die mir irgendwo am Herzen liegen. Vielleicht auch ein bisschen ungeordnet rüberkommen, weil ich eigentlich immer zu viel auf einmal sagen oder zu rüberbringen will. Ja, ich weiß es, das ist eine meiner größten Schwächen. Ja. Aber es ist einfach Dinge, die mich einfach nerven, bedrücken oder beschäftigen. Ja. Und manchmal auch, wie gestern Abend, wo ich mir also immer noch Gedanken gemacht habe wegen dieser Sanktionsabstimmung, wie bringe ich es rüber, was sage ich hier, welchen Standpunkt nehme ich ein oder wie bringe ich meinen Standpunkt rüber, hat mich also lange Zeit am Einschlafen gehindert. Also vielleicht geht es anderen Menschen genauso oder nicht so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin dafür, die Sanktionen abzuschaffen. Ich bin fürs bedingungslose Grundeinkommen, dass wir uns alle frei entfalten können. Und diese blöden Argumente, die immer kommen, ja, da arbeitet keiner mehr, ist halt wieder mal das Typische. Der Nachbar ist immer der Böse, der Faule, der Dumme. Ja, und ich bin immer der Beste, der Schönste, der Fleißigste, der Edelste. Ja, und da müssen wir auch mal wegkommen von diesem Standpunkt. Wir sind alles Menschen und das, was ich selber bereit bin zu leisten, das ist so manch anderer auch bereit zu leisten. Okay, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss.